Hey Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal Flo Bowser. Und heute zeige ich dir, wie du diese coolen tanzenden Rüstungsständer bauen kannst. Ich gehe mal näher dran. Ihr seht sie gerade, sie tanzen. Und das probiere ich euch heute zu zeigen in diesem kleinen Tutorial. Ich sag erstmal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht 2 Eichenholzbretter, dann 2 Rüstungsständer, 3 Redstone-Vergleicher, 2 Redstone-Fackeln, dann braucht ihr 5 Redstone und 2 Rüstungen eurer Wahl. 2, nicht eine, weil ihr müsst ja 2 Rüstungsständer anziehen. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt los mit dem Tutorial. Auf jeden Fall setzen wir jetzt hier erstmal, ist egal wo, 2 Eichenholzbretter nebeneinander. Also Leute, hier zwischen muss ein Block Platz sein. Dann setzen wir hier unsere Rüstungsständer drauf. Der sollte da jetzt nicht stehen. Dann gehen wir hin und nehmen uns unseren Redstone-Vergleicher. Den setzen wir hier hin. Aber aufpassen, dass das kleine Teil nicht angeschaltet ist, sondern aus und nach da zeigt. Die anderen Redstone-Verstärker müssen jetzt in den Block zeigen. Ihr seht's gerade. Und irgendwie, wenn ich Tutorials mache, wird's immer Nacht. Warum auch immer. Auf jeden Fall habt ihr das jetzt. Dann müsst ihr hier 2 Redstone-Fackeln dran setzen. Jeweils an diesen Block. Dann müsst ihr hier hinten die die Komparatoren verbinden, so heißen die auf Englisch, 1, 2 und 3 mit 3 Redstone, die sich hier so schön verbinden. Dann müsst ihr noch 2 Redstone-Blöcke nach vorne gehen und wir sehen, tada, sie tanzen schon. Jetzt müssen wir den Rüstungsständern nur noch unsere Rüstung geben. Zack, 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 zack. Und Leute, das war das Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Würde mich sehr freuen, wenn du dann auch noch die Glocke aktivierst, damit du keine coolen Tutorials mehr verpasst. Aber jetzt würde ich sagen, schönen Tag noch. Tschüss!